Age of Engineering. Hier ist es. So. Wir haben hier verschiedene Zeitalter. Stone Age, Industrial Age, Calculation Age, Empowering Age, Farming Age, bis zum Creative Age und Draconic Age. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Age of Engineering. Minecraft, Modpack, FTP, Twitch, bla, wie auch immer. Ja, ich habe noch ein paar Informationen für euch. Solange es draußen noch Nacht ist, können wir einfach darüber reden, so ein bisschen. Wir haben hier die Minecraft 1.10.2 drauf und spielen mit 111 Mods, die in diesem Forge enthalten sind. Ja, das sind so die Basics. Und ich habe mir gedacht, ja, ich muss euch irgendwie auch noch dieses Materials in You beibringen, beziehungsweise euch erklären. Ja, hier haben wir so Basic-Sachen und irgendwo sollte noch etwas anderes kommen. Was haben wir denn hier? So Pinkers Zeug. Das brauchen wir alles, ja. Wir brauchen es dieses Mal wirklich. Wo war denn dieses? Hier. Age of Engineering. Hier ist es. So. Wir haben hier verschiedene Zeitalter. Stone Age, Industrial Age, Calculation Age, Empowering Age, Farming Age, bis zum Creative Age und Draconic Age. So, und generell ist es so, dass wir erst in das nächste Zeitalter kommen und deshalb konnte ich letztes Mal auch keine Kohle braten, weil ich Kohle unbedingt im... Moment, ich such's grad... Ne, hier. In den... Im Coke Oven, hier steht's, ich muss Kohle im Coke Oven herstellen. Ja? Es geht gar nicht im Ofen. Im Ofen kann ich mir wohl bloß Essen braten. Und hier steht auch, the first thing you may have noticed is that you can't smell ores into ingots. Also wir können auch keine Ingots im Ofen schmelzen. Ja? Dazu brauchen wir eine Tinker's Construct Smeltery. Okay? Okay, okay, es gibt noch eine andere Welt. Und diese Welt braucht 10 Portal Frames. Activate Mining Multitool. Aber ich habe kein Mining Multitool. Und ich weiß auch nicht, was die Portal Frames sind. Also, das müssen wir auch noch gucken. Then the first goal is the Tinker's Construct Smeltery. As usual, you need to get a clay, sand and gravel to craft grout. Using Tinker's Construct Tools is recommended for that. Das heißt, wir müssen Tinker's Tools machen. As you can craft a bucket to get lava to fire the smeltery, you can get a one-time use bucket clay filled with lava. Also, you don't have gold for ingot casts, but you can use aluminium brass, bauxite ore and aluminium. To mine bauxite ore, you can either make a vanilla iron pickaxe by casting a block, or make an iron pickaxe head by using a clay cast. Also, by the way, the smeltery doesn't double your ores; it only smells them. You have to wait until you have machines. Okay, früher hat man durch die smeltery mehr rausgekriegt wie ein Ingot. Das ist auch abgeschafft. Du kannst nur eins kriegen, außer später mit irgendwelchen Maschinen. Dann geht's schneller. Nach dem Tinker's Smeltery können wir einen Coke-Ofen bauen. Dann brauchst du Search Bricks and Lava Wood, which you get by
pouring lava over wood planks with the smeltery. You need 27 blocks in a 3x3x3 cube, so 14 crafting resources should be... What? So 14 crafting receipts should do the trick. What the hell? Okay. Ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. No, Creeper! Was macht denn der hier? Nein, ich hab Hunger. Ich hab einen Creeperkopf. Aber mit so einem Creeperkopf kann ich auch nichts anfangen. Ich geh mal hier Fleisch holen. Ich weiß auch nicht. Aber wir brauchen auch Kohle. Und Kohle habe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier sterben werde. Beeil dich mal ein bisschen Fleisch. Hopp. Toll, Alter, ich habe noch 2 Leben. Und mein Essen braucht noch. Natürlich nicht fertig. Aber warte hier, das ist Reis. Dann muss man halt ein bisschen auf Öko leben. Da ist auch was. Ist auch noch heiß. Wir brauchen Essen. Also wir müssen uns ernähren. Und die Schafe will ich eigentlich gar nicht so arg töten, weil die brauche ich ja noch für meine Wollfarm. Also wir haben, warte mal, wir können mal gucken. Das geht nicht. Rice. Rice Linewall. Rice Bread. Rice Duck. 3 Rice. Geben 2 Rice Duck. Und dann? Ein Rice Duck gibt ein Brot. Okay. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Reis. Brauchen wir ein bisschen von dem anderen Zeug hier. Nennt sich, glaube ich, Dirt. Okay, also dieses Modpack hier ist wirklich extrem auf Technik ausgelegt. Ohne Technik kommt man hier nicht weit. Das ist natürlich ein Spiel für mich, weil ich ja eben normal nicht so viel Technik spiele. Deshalb ist es eigentlich perfekt für mich, ja? Also, jetzt nicht böse gesagt. Aber es ist einfach so. Und ja, wir haben überlegt, was wir denn spielen wollen. Und ich dachte, ey, so wie früher war eigentlich recht cool, dass wir zusammen auf einem Server waren. Kannst du mal weggehen, du doofer Schafbock? Dann störe ich dich. Danke. Auch sowieso, ich muss ein Bett bauen und so, ja. Also, so schlimm ist es ja nicht. Ich muss da auch weg machen. Dann sieht das eklig aus, hässlich aus. So. Jetzt können wir hier nämlich noch ein paar Felder anlegen.
Ja, man, das noch und den Reis. Jetzt haben wir hier noch Kaffee. Kaffee und Hanf. Ja, aber Hanf brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen ja nüchtern bleiben. So, das heißt also, wir müssen wirklich viel Technik machen. Ich habe so ein bisschen Angst davor, weil ich es eben eigentlich gar nicht so mag, die Technik. Ja, aber kriegen wir schon hin. Spitzhacke. Haben wir noch ein paar Setzlinge? Ne, haben wir nicht. Okay. Mein Wunsch wäre es dann doch, oben auf der Höhe zu bauen. Auf der Anhöhe. Da wird eines der ersten Aufgaben von uns wird sein, dass wir da uns die Treppe bauen müssen. Weil jedes Mal hier so hoch hopsen will ich auch nicht. Da oben hat es ziemlich viele Schafe. Muss man echt mal sagen. Also wir werden jetzt hier mal unsere Basis so ein bisschen einrichten. Aber wir können keine. Ich find's ja übel, ich find's ja übel. Und dass du hier kein keine Charcoal einfach brennen kannst. Das fängt ja schon bei solchen Sachen an. Was wird denn dann nachher noch alles für Probleme auf uns zukommen? Ich möchte eigentlich gar nicht wissen. So, also Ofen dahin, den dahin. Gut, und dann wollte ich was machen? Diese Reisbrot-Sachen. What the fuck? Ich kann. Das ist auch wiederum geil. Habt ihr. Aber kann ich Holz verbrennen? Ja. Guck mal hier rein. Du kannst direkt von der Crafting Station was in den Furnace legen. Das ist cool. Und du guckst nicht wieder so böse. Jetzt ist schon wieder Nacht. Ah, warte. Wir haben eigentlich genug Wolle. Wolle 5. Schnell weg. Dann haben wir nämlich auch gleich unseren Spawnpoint gesetzt. Es ist doch Nacht. Go sleep. Thank you. So. Gut. Also unser Spawnpoint ist jetzt hier oben. Das ist sehr gut. Wir haben Reisbrot. Kann ich das einfach so essen? Oh, das gibt sogar. Das gibt sogar viel. So, wir sind satt. Ich brauche Holz. Aber das ist eben das Problem hier oben. Oder ist das normales oder ist das. Das ist Oakwood. Dann haben wir eigentlich keine Spitzhacke, keine Axt gemacht. Und das ist Oakwood, wir brauchen viel Oakwood. So also ein bisschen halt. Wir werden uns hier auf diesen Bergen niederlassen. Wir werden hier vielleicht. Oh, da gibt es auch Schweine. Die werde ich doch gleich mal einfangen gehen hier.
Nein, nein, nicht weggehen, nicht weggehen. Bleib hier. Ah. Ich hoffe mal auf den Zufall, ja, dass die Schweine irgendwie da in diese Fallen reinlaufen. So wie bei den Schafenbrüten auch. Die sind jetzt natürlich mal wieder alle weg. Da steht irgendwo noch ein Zombie vor mir. Irgendwo da oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Vielleicht sollten wir vorher noch raus. Aber dann funktioniert es. Wo sind denn jetzt zum Beispiel die ganzen... Da oben ist ein. Das versteckt sich. Der versteckt sich. Hallo. Hallo. Okay, egal. Wir hoffen, dass die Schweinchen da in die Falle gehen. Jetzt kann ich den auch da reinschubsen. Nein! Er hat mich verarscht. Komm, geh hoch da. Geh! Ja. Ja, genau so. Aha, unser erstes Schweinchen ist gefangen. So, ich hoffe, dass da noch ein paar dazukommen. Zack, wir haben schon zwei Schweinchen. Also, Grundlage für Nahrung ist gelegt. Wir werden hier oben unsere Basis einrichten. In der nächsten Folge, vielleicht fangen wir schon an mit so einer schönen Treppe. Gut, dass ich die jetzt noch gefunden habe. Wo sind sie denn? Hier. Drei Stück. Ein bisschen. Dieses Laub, dieses Gras, das ist einfach zu viel. So, also die ersten Erkenntnisse dieser Folge sind, wir müssen unbedingt Technik machen. Es geht ohne Technik nicht. 1, 2, 3, 4. So, wir haben hier einiges. Enderlily Seed? Enderlily! What the hell? Voll geil. Dass es die hier gibt, das freut mich. Die sind nämlich einfach eine coole Erweiterung. Und wir freuen uns eigentlich total über unsere Schafpopulation hier. Auch wenn ich nicht weiß, wo die alle herkommen. Aber wir machen hier jetzt noch eine kleine Falle, weil hier oben sind so viele. Eine einfache Dropdown. Ne? Die fallen einfach rein und sind da dann gefangen. So, gut, also ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dran. Irgendwann wird es einen Server geben. Und wann, weiß ich nicht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.